Für mich die Manege ist sehr therapeutisch. Ist ein Ort, wo ich kann vergessen alles. Wenn ich dort bin, da bin ich und das Publikum. Und du fühlst diese Liebe herum dir. Er verzaubert sein Publikum. Sicher auch deswegen, weil er immer direkt Kontakt zu den Zuschauern aufnimmt. Die spontan Auserwählten, immens wichtig für seine Nummern. David Larible reagiert dann auf seine Mitspieler. Und es sind die ganz feinen Gesten, die ihn zu einem ganz Großen machen. Die Dame königlich geleitet. Die Herren, zack, zack, auf den Platz. David Larible, ein Clown voller Poesie. Ein guter Clown muss wirklich in dein Herz reinzugehen. Und dann es wird sehr, sehr schwer, eher raus von deinem Herz zu machen. Ein Clown ist ein Jongleur vom Gefühl. Etwa 400 Auftritte hatte der Jongleur der Gefühle allein schon in diesem Jahr. Doch jedes Mal, bevor der Vorhang aufgeht, ist er immer noch ein wenig nervös. Das gehört für ihn dazu, das darf nie weggehen, sagt er. Und auch hinter den Kulissen ist er ein Poet. Einen Sohn und eine Tochter hat David Larible. Für die Zuschauer in Stuttgart schwebt Tochter Shirley durch die Luft, während der Papa singt. Shirley ist 22 Jahre alt und hat studiert, wollte aber dann doch wie Papa und Mama in die Manege. David Larible hat schon früh das Clownleben gepackt. Wie könnte es auch anders sein? Er blickt auf 6 Generationen Artisten zurück. Sein Vorbild Charlie Chaplin. Wenn ich war schon ganz jung, habe ich immer meinen Freund zum Lachen gebracht. Ich habe viele Probleme in der Schule natürlich gehabt, weil der Professor hat mich rausgeschmissen von der Klasse, aber manchmal mit traurigen Augen vom Lachen. Mitten ins Herz, mitten in die Seele hinein und auf keinen Fall wieder hinaus. Was für eine Kunst, David Larible.